Was kann man mit dem Schleifraum eigentlich als lernen? Fehlertechnik, verwirren. Moment, hier. Ach, was ist das für Kombos hier? Der Schnitt ist eines der sogenannten drei Wunder der Kampfkünste. Er besiegt deinen Gegner zwar nicht unbedingt, macht es ihm aber schwerer, den Kampf fortzusetzen. Schlag nach einigen Finden überraschend auf den Unterarm des Gegners. Stumpfer Schlag. Sticht auf das Gesicht des Gegners ein, anstatt einen angedeuteten Angriff von rechts durchzuführen, um den Gegner zu überrumpeln. Dreh anschließend deine Waffe um die des Gegners und schlag schnell mit dem stumpfen Ende auf ihn ein. Falls du ein Schild hast, schlägst du mit dessen Kante zu. Alles nett. So, Schwert. Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel. Zornhaus für Langschwert. Pariere den Angriff deines Gegners mit einem schnellen Zornhaus aus der Angriffsstelle Ox heraus. Von der linken. Pariere den Angriff des Gegners mit dem schnellen. So aus der Ausgangsstellung des Ochs heraus, von deiner linken Schulter zur Seite und stoße die Schwertbürste direkt zur Brust des Gegners. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, aber zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Doppelstich. Ach du Scheiße. Halbschwert. Zuschlagen, zustechen, zustechen. Das dürfte einfach machbar sein. Täusche einen Angriff an und halte dich nach dessen Abwehr nicht zurück, sondern gehe nach vorne, ergreife die Mitte deiner Klinge. Mit deiner freien Hand und mit der vollen Kraft deiner beiden Arme stoße die Spitze in die Brust des Gegners. Langschwert, Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel. Langschwert. Es gibt viele Dinge, die man lernen kann. Verteidigung. Aber das müssen wir alles lernen, außer den Waffenbrecher, den brauchen wir nicht. Dann haben wir wieder Dinge gelernt. Aufsitzen und was essen. Sattheit ist, ja, Sattheit kann auch ein bisschen mehr, so bei 60 ist sie gut. Jetzt reisen wir aber zu, weißt du was, wir reisen zuerst nach Scarlet. Ja, machen wir Schnellreise hin. Und dann reisen wir nach Uschitz, um das Pferd und das Lesen zu lernen. Das Pferd zu holen, das Lesen zu lernen, oder das Lesen zu lernen, das Pferd zu holen. Können wir einfach so mittendrin abbrechen? Nein. Unter einem Taubenschlag war die Rede von dem Schatz. Die Texturen laden gerade noch. Der Schatz. Angeblich gibt es trotz der Plünderung. Das ist da auch, das ist oben drin. Noch einen Schatz zu holen. Finde Schatz unter einem Taubenschlag. Kommen wir nicht durch. Wo sind wir das letzte Mal in Scarlet reingekommen? Geh ich mal, wo sind wir reingekommen? Es gibt noch ein Tor da oben, genau. Und ein weiteres Tor da oben. Ah, da sind wir schon. Ist das der Taubenschlag? Ich würde nach Tauben Ausschau halten. Das Problem ist aber einfach, so viel steht hier eigentlich nicht mehr von der Stadt. Das ist der Taubenschlag. Oh, Brennnessel. Okay, das ist nicht der Taubenschlag, aber es ist ein Taubenschlag. Brennnessel sind kein Schatz. Aber man weiß ja nie, vielleicht liegt der Schatz ja da drunter. Nein. Komm, Gaul. Lass uns weiter suchen.
Durchsuchen wir die Stadt. Da ist noch ein Taubenschlag. Und hier ist auch noch ein Tauben. Wie kann man so viele Taubenschläge haben? Okay, Gaul. Vielleicht oben? Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Da ist bestimmt noch ein Taubenschlag. Hör auf, Pferd, lass das. Da war was. Da. Ja. Stimmt ja. Pferd. Ins Inventar. Wenn das jetzt ein Sack Kartoffeln ist, weil Kartoffeln ist unwahrscheinlich, gibt's noch nicht. Und die wurden noch nicht entdeckt, aber. Ein Schatz. Wenn mit Schatz ein paar sputzige Lumpen gemeint sind, dann durchaus ein Schatz. Alles stehen hier. Aber das ist er nicht. Gut, das ist offenbar nicht der richtige Schlag. Denn die Quest ist nicht abgeschlossen. Aber offenbar vergraben hier alle Leute ihre Wertsachen durch irgendwelchen Taubenschlägen. Und wir können auf jeden Fall den Taubenschlag hier oben ausschließen. Sind die Felder noch alle in Ordnung? Das ist doch schön. Das Einzige, was zählt. Das ganze Dorf einfach geplättet, aber die Felder sind noch da. Wie sieht es mit diesem Taubenschlag aus? Der sieht so kaputt aus im Gegensatz zu den ganzen anderen. Da war gerade da, hier. Direkt unter uns, hinter uns. Ich weiß nicht, wie wir graben. Ah, Berans Becher. Der ist 200 Groschen wert und 50 Groschen. Ha! Kunesch hat die Wahrheit gesagt. Aber den Kelch kenne ich doch. Er gehört Beran. Und der ist wohl auf. Den sollten wir ihn zurückgeben. Ich habe ihn in Ratai unter den Flüchtlingen gesehen. Er trägt stets rote Kleidung. Was nun? Zurückgeben natürlich. Wir sind die Guten. So, zuerst einmal. Müssen wir uns ein bisschen erleichtern hier. Rüstung. Satteltasche. 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 Satteltasche.
Satteltasche. Satteltasche. Sonstiges. Wo haben wir die Schaufel? Egal, Satteltasche. Minze kommt auch in die Satteltasche. Das Spinnennetz kommt auch in die Satteltasche. Die Brennnessel kommen auch in die Satteltasche. Gut, jetzt. Könnten wir am besten direkt nach Rathai zurückreisen. Aber wir reisen eher nach Thallenberg. Und von da aus reisen wir nach Uschitz. Wir sollten nicht so viel schnell reisen, das bin ich mir wohl bewusst. Wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen eher umsehen, so jung wie wir gerade sind. Aber es kann auch nicht schaden. Im Moment zumindest noch nicht. Ach, wir sind auch schon wieder so hungrig. Das ist unglaublich. Wo ist die Taverne? Wir gehen was essen. Dann latschen wir von hier aus nach Uschitz. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, stimme zu. Niemand, ich suche gerade Gaststätte. Hier sieht's gut aus. Schaut mal. Ich kann auch bestimmt was zu essen hier bekommen. Einen Schlafplatz könnten wir auch gebrauchen, aber lass das mal handeln. Ah, da haben wir schon was. Ente. Gekochtes Hasenfleisch. Gebratenes Huhn. Gekochtes Lammfleisch. Kurzes Pferdefleisch. So ein Haferbrei. Macht 10 Sattheit. So ein Käse macht weniger Energie, aber auch 10 Sattheit. Linsen, 9 Sattheit. Meerrettich, 2 Sattheit, das ist natürlich klar. Milch macht 13 Sattheit. 27 hat aber weniger Energie. Retterschnaps. Das ist ja teuer. Salami. 17, aber weniger Energie. Speck. Wie viel bringt die Ente? 26. Huhn. Wieso? Kann es sein, dass das Fleisch irgendwie Energie abzieht? Offenbar macht das Essen vom Fleisch müde. Egal, wie haltbar ist es eigentlich? 2 Tage? Haben wir nicht irgendwas, das sehr haltbar ist? Käse. Wisst ihr was? Haferbrei ist gerade ganz schön. Wie haltbar? 2 Tage ist nicht wichtig, aber hier. Wir holen uns mal 4 Haferbrei. So, wer falsch natürlich. Anders geht es natürlich nicht. Preise drücken. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Guck mal hier. Da kann ich auch einen kleinen Mengenrabatt bekommen von einem Tacken. Sind wir uns einig? Ein schlechtes Angebot. Sie ist nicht begeistert von der Idee. Und da sie gerade ungeduldig wird, komm. Treffen wir uns bei dem. Ich wusste, wir werden uns einig. Ich muss etwas zu essen besorgen. Das haben wir gerade geschafft, mein Freund. So, Essen. Satter ist bei 60. Bei 70, 80, 90. Uns geht's wieder gut. Unsere Energie ist auch gut. Wir können direkt weiterreisen. Erstmal 4 Schalen Haferbrei reingepfiffen.
Der Typ muss eigentlich schon aus den Latschen kippen. Oder es sind sehr kleine Schalen. So, folgen wir zuerst einmal... Folgen wir der Straße in Richtung Norden. Und schauen wir, ob die uns in die Nähe von Uschitz führt. Höchstwahrscheinlich, irgendwie. Folgen wir gerade der Straße oder machen wir gerade wieder irgendwas, machen wir was ganz anderes? Was zur Hölle war das? Nix. Lalala. Was ich auffällig finde, dass man in diesem Spiel keine Kinder sieht, die auf den die in Dörfern rumspielen. Man sieht nur Erwachsene. Neuer Spezialisierungspunkt beim Reiten. Was haben wir da? Lastenpferd. Dein Pferd kann doch mehr tragen, ist doch langsamer. Kann nicht nur Spitzen- und Rennpferd kombiniert werden. Fällt auch an Teil seiner Tragkapazität. Bei irgendwas nicht deutlich mehr. Erhöht deine Chance, dich im Sattel zu halten, wenn ein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Ist dein Pferd verletzt, ist er schneller. Streitross. Dein Pferd scheut sich, wenn Feinde in der Nähe sind, aus, es wird angegriffen. Wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Egal, wir machen erstmal ein Lastenpferd. Ein bisschen langsamer machen wir aus. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Können wir inspizieren, was hier ist? Ich meine, hier ist einfach so ein verlassener Karren. Hat wohl nicht jemand Versicherungsbetrug betreiben wollen und seinen Karren angezündet. Wir haben den Pribislawitzer Wald entdeckt. Das ist schön. Komm her, du Bastard. Ich hau dir auf die Fresse. Bist du alleine? Mehr hast du nicht drauf? Willst du mich verarschen? Ja. So, Bandit. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. In Ordnung. Renn. Das war ein erbärmlicher Versuch. Wollte gerade einen bewaffneten Mann einfach mal unbewaffnet überfallen. Ich weiß auch nicht, warum. Größenwahn. Ich denke, das ist Größenwahn. Wann wurde das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht. Vermutlich noch bevor wir den Schatz gekriegt haben. Unschätze haben wir entdeckt. Ich wusste, wir würden hier hingeführt werden. Schnellreiseort. Das ist schön. Zuerst wollen wir den Schreiber entdecken. Schlafplatz sollten wir uns vielleicht auch noch holen. Einmal speichern. Und ein Trog. Wir möchten uns vorher waschen.
bevor wir irgendwo anfangen, mit Leuten zu reden. Da. So, es ist ganz sauberes Wasser, sind nur 24 Mückenlarven drin. Da kann man sich ja kurz mal waschen. Der Schreiber ist auf dieser Hütte. Da kommen wir rein. Du bist der Schreiber. Gott sei mit dir. Ich möchte gerne lesen lernen. Ich möchte gern lesen lernen. Um diese Zeit? Bist du noch ganz richtig im Kopf? Komm morgen früh wieder. Lass uns handeln. Ach, du Scheiße, was für Bücher der alle hat. Gut, es ist auch mal zu spät für ihn. Gaul! Wir gehen zur Unterkunft und können da erstmal pofen. Wo ist die Unterkunft noch gleich? Die Schenke ist immer die Unterkunft. Da haben wir den normalen Händler und da haben wir den Schreiber. Hier haben wir auch einen Krämer, habe ich gerade gesehen. Krämer. Denn wir haben auch diverse Kleidung, die wir verkaufen können. Gut, einfach mal kurz mit dem Kopf durch. Was zur Hölle war das? Händler. Kaufst du Scheiße. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche den Stallmeister. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Wo finde ich ihn? Wenn er nicht im Stall ist, weiß ich auch nicht, wo er ist. Gut. Das ist hilfreich. Ist noch mal zu spät für die Leute hier. Hey, ist da jemand? Nein, ist niemand. Was war das denn? Wow! Pass auf, wo du bist. Pass doch auf, du Flegel! Ich bin ein richtiger Flegel. Ich deute das mal auch als Möglichkeit für die Unterkunft. Wirt. Diese Ladebildschirme. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich brauche einen Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Wunderbar. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Natürlich. Zwei. Hier, bitte. Bei zwei Tacken feilschen wir gar nicht erst. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Das will ich hoffen. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. In unserer Truhe kommt gar nichts rein, mein Freund. Was gibt's Neues in der Gegend? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Oh. Hier? Du solltest hören, was der Stallbursche Willibald angestellt hat. Als der Stallmeister den Jungs hier davon erzählt hat, sind sie vor Lachen vom Stuhl gefallen. Oh, und noch etwas. Gerade gestern Abend war Pater Godwin hier und hat wegen dem Kräuterweib Gertrude Gift und Galle gespuckt. Natürlich. Den kümmern solche Kleinigkeiten sonst nie. Tatsächlich.
Sonst was? Gehen hier irgendwelche Nichts Außergewöhnliches, Gott. Na dann, Ben. Hier, wie üblich. Hier ist es schon. Kommt sofort. Pavel. Stampf, Lumia. Darf ich kurz mal? Danke. Öffnen. Ah. So. Hier kann man puffen, alles klar. Wieso bin ich aufgestanden? Setzen. Schlafen. Elf Stunden. So. Mach eine. Spiel gespeichert, alles klar. Aufstehen. Wir springen ja nicht runter. Normalerweise würde ich denken, alles klar, kann man runterspringen. In diesem Spiel brechen wir uns die Beine dabei. So ist es eigentlich gar nicht. Ist das dein Ernst? Ja, war traumhaft. Danke, tschüss. Schreiber. So, wir lernen das Lesen bei ihm. Danach gehen wir das Pferd holen. Das Lesen lernen wir vermutlich Gott sei mit dir. Wir müssen lesen. Ich bin hier, um dich zu bitten, mir das Lesen beizubringen. Oh, aber mit Vergnügen. Wie viel? Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet. Und einige Groschen. Hier können wir gehen. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird. Wo du es doch eilig hast. 50. Ja, komm, hier. Hier sind deine Groschen. Lesen lernen ist wichtig. Dann können wir gleich beginnen. Nein. Er brach zwar seine Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen.